1870. In Frankreich regiert seit 1851 Kaiser Napoleon III., der Neffe von Kaiser Napoleon I. Wie Sie vielleicht wissen, ist er kein absoluter Herrscher wie sein Onkel. Er steht einem halbparlamentarischen System vor, in dem die Abgeordneten ein Wörtchen mitzureden haben. Tja, und im Juli erklärt Napoleon III., der sich für unbesiegbar hält, Preußen den Krieg. Doch als die Franzosen die Grenze erreichen, sind die Preußen schon da. Also finden die Kämpfe in Frankreich statt. Die Franzosen stecken 6 Wochen lang nur Niederlagen ein. Tja, und der Kaiser wird am 2. September 1870 in Sedan gefangen genommen. Na, und den republikanischen Abgeordneten kommt Napoleons Schlappe wunderbar zu Pass. Sie rufen prompt die Republik aus und bilden eine Regierung. Aber Vorsicht, der Krieg ist noch nicht vorbei. Mitte September stehen die Preußen vor Paris. Der Generalstab zieht zu allem Überfluss auch noch nach Versailles. Das berühmte Schloss, Symbol von Frankreichs historischer Vormachtstellung in Europa, wurde übrigens zum Feldlazarett umfunktioniert. Sie können sich vorstellen, was das für eine Schmach für Frankreich ist. Die preußischen Truppen stellen sich vor den Forts von Paris auf und blockieren die Ein- und Ausgänge der Stadt. Die Belagerung hat begonnen. Und jetzt wird es hart. Tja, die Vorräte der Hauptstadt sind schnell verbraucht. Fleisch und Brot werden rationiert, man schlachtet Pferde und sogar die Tiere aus dem Park Jardin des Plantes. Also Elefanten, Kamele, Kängurus, Bären. Naja, für die Reichen. Die übrige Bevölkerung fängt sich auf der Straße, was sie kriegen kann. Hunde, Katzen, Ratten. Um mit der Außenwelt zu kommunizieren, muss man Brieftauben entsenden. Nur werden die von den preußischen Falken aus Deutschland angegriffen. Und dann gibt es einen unglaublich harten Winter. Schon Ende November sind es minus 15 Grad. Um zu heizen, verbrennen die Pariser die Bäume der Boulevards und sogar Parkbänke. Jede Woche sterben hunderte Pariser an Lungenentzündung, Bronchitis und an Typhus. 250.000 Pariser werden bewaffnet, um den Soldaten zu helfen, ihre Stadt gegen die Preußen zu verteidigen und die Blockade zu brechen. Doch bei jedem Versuch verliert die sogenannte Nationalgarde tausende Kämpfer. Es muss unbedingt Verstärkung her. Also verlässt Léon Gambetta, der Innenminister, Paris im Fesselballon und fliegt nach Tours, wohin ein Teil der Regierung geflüchtet ist, und will von dort aus neue Truppen aufstellen. Währenddessen holen die Preußen zu einem fatalen Schlag aus. Am 18. Januar 1871 besiegelt Kanzler Bismarck im Spiegelsaal im Versailler Schloss die deutsche Einheit, indem er Wilhelm I. zum deutschen Kaiser ausrufen lässt. Hier sehen Sie das Ereignis. Gleichzeitig bombardieren die Preußen Paris. Es hagelt Granaten. Bomben, Kälte, Hunger, das ist zu viel. Am 28. Januar ringen sich die Franzosen zur Unterzeichnung des Waffenstillstands durch. Sie sehen es, Frankreich hat keine andere Wahl, als Deutschlands drastische Friedensbedingungen zu akzeptieren. 5 Milliarden Goldfranken Reparationszahlungen und Besetzung Frankreichs bis zur vollständigen Begleichung. Die Besatzung dauert übrigens 2 Jahre. Und dann ist da noch die Abtretung von Elsass und Lothringen an Deutschland. Ja, und hier sehen Sie die Preußen am 1. März mit ihren Pickelhauben auf den Champs-Élysées. Zum Zeichen des Protests hängen die Pariser schwarze Fahnen aus den Fenstern und verhüllen sogar die Statuen entlang der Parade. Die Straßen sind menschenleer. Tja, das Volk von Paris, das der Belagerung 138 Tage lang standgehalten hat, fühlt sich nicht nur besiegt, es fühlt sich erniedrigt und verraten von den restlichen Franzosen, die diese Niederlage akzeptiert haben. Kein Wunder, dass dieser Zorn bald in einen Bürgerkrieg mündet. Doch das ist eine andere Geschichte, die der Kommune von Paris. Und die erzählen wir Ihnen nächste Woche.